Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein Mosaik erstelle. Das Ganze wird jetzt auf zwei Teile aufgeteilt werden. Heute im ersten Teil werde ich euch zeigen, wie man so ein Mosaik plant und eben dann auch aufnimmt. Und im zweiten Teil werde ich euch zeigen, wie man dieses Mosaik dann im AstroPixel-Prozessor zu einem hoffentlich schönen Bild zusammenbastelt. Ja, Objekt der Begierde heute wird SH2-129 sein. Das ist eigentlich schon ein relativ fortgeschrittenes Objekt, weil es einfach extrem lichtschwach ist. Ich möchte dennoch mal versuchen, das Ganze aufzunehmen. Und weil das Objekt so riesig ist, geht es noch nicht einmal mit 600 mm Brennweite drauf. Also wir verwenden jetzt hier den 6 Zoll TS Newton mit eben 600 mm Brennweite, Blende F4. Und da werden wir eben ein Vierer-Mosaik erstellen müssen, damit eben wirklich das gesamte Deep Sky-Objekt dann auch drauf passt. Ja, als Hauptkamera wird wieder wie immer meine QHY268C zum Einsatz kommen. Guiding-Kamera die QY53462C mit dem Off-Axis-Guider. Und heute werden wir mit dem Optolong L Extreme Filter die Aufnahmen machen, also mit einem Dual-Schmalband-Filter. Und dann hoffe ich auch, dass man dann den Squid dann am Ende sehen wird. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, ich übernehme mich da jetzt nicht mit dem Objekt, weil davor haben tatsächlich auch viele Profis größten Respekt davor, weil das wirklich extrem schwierig zum Fotografieren ist. Ja, mein Name ist Daniel, ich bin Fotograf und Hobbyastronaut. Los geht's nach dem Intro. Ja, legen wir gleich direkt los mit dem Planen von so einem Mosaik. Also ich verwende halt einfach als Aufnahmesoftware Sequence Generator Pro. Ist natürlich so, wenn ihr jetzt zum Beispiel APT Nina oder sonst was verwendet, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber halt auch so ähnlich funktionieren. Da kann ich aber auch leider nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich eben diese Programme noch nie ausprobiert habe. Also ich bin einfach super glücklich mit Sequence Generator Pro, funktioniert einfach tadellos und deshalb ist das eben auch meine Aufnahmesoftware. Ja, das Ganze funktioniert einfach so, hier eine neue Sequenz mit Profil starten und wir verwenden ja jetzt eben hier den TS Newton, den 150er mit 600 mm Brennweite und der QHY268C Kamera. Das Profil habe ich eben schon so angelegt. Dann öffnen wir mal eben hier das Profil und dann kann man eben hier unter Tools und Framing and Mosaic Wizard das Mosaik bzw. einfach den Bildaufbau planen. So, wir wollen jetzt eben hier das SH2-129 fotografieren und hier kann man eben dann einstellen, wie viel Grad man eben hier vom Bildfeld sehen möchte. Also ich habe jetzt hier absichtlich mal nur 1 Grad hereingeschrieben. Das ist natürlich eben hier viel zu wenig. Deshalb gehe ich jetzt hier auf die 4 Grad. Und jetzt können wir eben das Objekt hier auch schon recht gut sehen. Hier so herinnen liegt dann ungefähr so das Blaue, also der Squirrel, glaube ich, nennt man den. Den sieht man hier auch nicht auf der Aufnahme. Aber ich möchte jetzt eben einfach das Komplette da dann drauf bekommen. Jetzt klicke ich hier einfach mal ins Bild und ja, und dann kann man eben hier einfach das Bildfeld so verschieben, wie man es eben gerne hätte. Hier kann man noch die Rotation einstellen und hier bevorzuge ich eben bei meinem Newton-Teleskop entweder 0 oder 90 Grad. Dann sind nämlich die Spikes immer senkrecht und waagrecht oder 45 bzw. 135 Grad. In dem Fall schreibe ich jetzt hier mal 45 rein und dann sieht man auch schon, dass das Objekt dann wesentlich besser ins Bildfeld passt. Hier herunten kann man jetzt hier eben noch einstellen, wie viele quasi Teile man eben haben möchte. Also einmal in der Länge, einmal in der Höhe. Also wie groß eben das Mosaik sein soll. Und hier kann man noch die Überlappung einstellen. Also ihr seht schon, wenn ich jetzt hier runtergehe, zum Beispiel auf 15%, dann wird natürlich das Bildfeld entsprechend größer.
aber eben die Überlappungen hier kleiner. Und ja, da kommt es halt einfach auch darauf an, wie schön sind noch die Sterne in den äußersten Bildecken, wie stark ist die Vignettierung bei eurem Teleskop und eben auch, wie groß ist das Objekt, was ihr eben fotografieren wollt, quasi wie viel kann man denn überhaupt überlappen, sodass es auch noch schön drauf passt. Ich finde hier die 30%, da passt es eigentlich ganz gut drauf. Ja, und dann seht ihr jetzt hier auch schon, das 1er Mosaik ist eben jetzt hier rechts oben, dann das 2er rechts unten, das 3er und das 4er. So werden eben jetzt dann diese einzelnen Bildteile benannt. So, dann gehe ich jetzt hier auf Create Segment. Und dann fragt uns jetzt hier noch, wie eben der Target-Name sein soll. Das passt soweit alles. Er soll eben dann auch das Plate Solving so machen und eben das Pixel genau anfahren. Er soll es auch rotieren. Gehen wir hier auf OK. Und dann hat er jetzt eben hier 4 neue Targets hinzugefügt. Ach so, das Target 1, ja, das können wir theoretisch jetzt hier auch löschen. So, und dann haben wir jetzt eben hier die 4 Targets, hat uns jetzt eben hier erstellt. Wir können jetzt eben hier noch anklicken, wie viele Sekunden oder Minuten Belichtungszeit er machen soll. Zum Beispiel jetzt hier mal 50 mit jeweils 300 Sekunden Belichtungszeit. Ja, man kann sich dann eben hier auch noch so Profile hinterlegen, also quasi den Standort, wo eben der Standort ist. Dann kann man nämlich auch hier auf dieses Zahnrädchen klicken und dann sieht man eben hier auch beim Planning Tool, wie hoch eben dann wann auch das Objekt steht. Jetzt aktuell wird es bei uns ungefähr so gegen 23 Uhr richtig dunkel, also beginnt eben die astronomische Nacht. Und da steht dann das Objekt auf 30 Grad Höhe, geht dann ungefähr so bis 3.30 Uhr, ab dann wird es schon wieder ein bisschen hell, dann ist es auf 58 Grad, also diese Zeitspanne hat man eben jetzt hier aktuell. Ja, hier schaut er dann eben auch beim Plate Solving, dass die Kamera auf 45 Grad rotiert ist. Wenn man das dann beim nächsten hier eben nicht haben möchte, muss man eben hier das Häkchen weggeben, weil angenommen man will es nur bis 2 Uhr früh, den Einzelteil hier fotografieren und um 2 Uhr soll er eben dann umschwenken und dann liegt man vielleicht aber im Bett und will dann wegen 0,3 Grad, wo es vielleicht falsch steht in der Rotation, nicht unbedingt rausgehen müssen, um jetzt die Kamera zu drehen und neu zu fokussieren. Empfehle ich euch hier eben das Häkchen hier wegzumachen, dass er einfach dann trotzdem weiter fotografiert bzw. einfach die Bildfeldrotation gar nicht erst überprüft. Hier muss man natürlich auch ein Häkchen geben, die Belichtungszeit einstellen und dann wie viele Bilder machen soll. Und das war's dann eigentlich. Ja, was ich letztens aber dann gesehen habe, ich gebe jetzt hier nochmal das hier rein. Ist nämlich, dass dieser Squid, das der blaue Bereich, also das hier rundherum ist eben hauptsächlich Wasserstoff Alpha. Das müsste dann theoretisch eher rötlich sein im Bild dann später. Und dieser Squid, der so ein bisschen wie eine Penisform aussieht und eben bläulich ist, also hauptsächlich im O3-Strahl, das im Sauerstoff leuchtet, der ist eben hier herinnen und der braucht einfach extrem viel Belichtungszeit. Und wenn man jetzt so eine Mosaik macht mit 4x4, dann hat man natürlich später auch die fast vierfache Auflösung von der Kamera, also natürlich eine Riesenauflösung, aber der große Nachteil ist natürlich, dass man auch viermal so lange belichten muss, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich belichte jetzt jeden Teil 10 Stunden, dann sind schon immerhin 40 Stunden Belichtungszeit, nur für dieses eine Projekt. Und gerade jetzt im Sommer, wo ja die Nächte nicht mehr so lange sind, da sind 40 Stunden schon ziemlich eine Herausforderung und Geduldsprobe und dennoch ist aber dann nur jeder Bereich 10 Stunden belichtet, was eigentlich jetzt bei dem Objekt überhaupt nicht viel ist. Und deshalb habe ich mir jetzt eben schon überlegt, sollte jetzt dieser Squid mit 10 Stunden Belichtungszeit nicht drauf sein, dann gehe ich einfach her, hier mal auf 90 Grad, weil dann passt nämlich das perfekt da so rein. Und dann sind auch wieder die Sterne schön, also diese Spikes wieder schön horizontal und waagrecht. Und dieser Squid müsste jetzt eben hier so herinnen liegen.
Und dann werde ich vermutlich nochmal 5 oder auch 10 Stunden eben dann so draufhalten, also mit diesem Bildausschnitt. Und diese ganzen Bildteile werde ich dann eben später mit dem Astropixel-Prozessor verrechnen. Das zeige ich euch eben dann im zweiten Teil von diesem Video. Und dann habe ich eben hier in dem Bereich einfach mehr Stunden Belichtungszeit als eben hier im restlichen Bereich. Ja, ob das Ganze dann wirklich so funktioniert, wie ich mir das Ganze jetzt hier vorstelle, das wird sich dann eben herausstellen. Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Jetzt ist erstmal die Aufgabe, möglichst viele Photonen zu sammeln und zu hoffen, dass ich einige klare Nächte habe, weil das wird natürlich jetzt hier ein etwas längeres Projekt, bis dass das Bild fertig ist. Ja, dann warte ich jetzt hier noch kurz, bis es dunkel wird und dann werden wir einfach mal die ersten Aufnahmen hier starten. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Das Ganze läuft jetzt hier auch schon draußen. Ich habe draußen mit der Button-off-Maske gerade den Fokus überprüft und habe es eben auch schon mal gestartet. Das Bild ist jetzt hier noch vom Plate Solving. Also das finde ich sowieso richtig genial. Also das Plate Solving, da kann man eben gerade bei solchen Mosaikaufnahmen, wo man ja eigentlich nichts wirklich sieht von Objekt, das geht meiner Meinung nach, glaube ich, gar nicht anders, dass man da irgendwie ohne Plate Solving die Kamera oder die Himmelsposition eben findet, dass eben dann auch das Bildfeld wirklich ideal passt und somit eben das Bildfeld dann eben auch wirklich pixelgenau erwischt. Also da ist das Plate Solving wirklich cool. Ja, wir haben eine klare Nacht. Ihr seht da. Ja, die Straßenbeleuchtung leuchtet jetzt hier noch, die müsste sich dann um 23 Uhr ausschalten, deshalb werden jetzt hier noch die Bäume so angeleuchtet. Man sieht hier auch schön den großen Wagen. Ich glaube, da ist gerade ein Meteorit durchs Bild gezischt, das kommt sein. So, und jedenfalls, ich habe letztens schon ein paar Aufnahmen gemacht, also ihr seht jetzt hier wieder, von dem SA2-129 Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Und die RGB-Aufnahmen, die habe ich alle mit 300 Sekunden Belichtungszeit gemacht. Und ihr seht schon hier beim 1er Teil waren das dann letztendlich 29 Frames, hier 31, 28 und hier noch 39. Also die sind schon alle fertig, die RGB-Aufnahmen. Und jetzt geht es eben noch darum, um die Schmalbandaufnahmen. Letzte Nacht habe ich hier schon einmal mit 900 Sekunden Belichtungszeit den 1er Teil hier abfotografiert. Und zwar sind das 20 Aufnahmen geworden. War wirklich eine tolle, klare Nacht. Das sind dann sozusagen 20 mal 15 Minuten Belichtungszeit, also 5 Stunden Belichtungszeit. Ja, und heute habe ich mir gedacht, machen wir mal das Dreier Teil von dem Mosaik. Das heißt, da habe ich jetzt eben hier ein Häkchen gesetzt, 900 Sekunden Belichtungszeit wieder. Ja, und ich habe jetzt hier wieder 50 eingegeben, sodass er eben die ganze Nacht hindurch da belichtet. Also ich hoffe, dass sich jetzt auch wieder 20 Bilder ausgehen. Ja, dann dasselbe muss ich eben dann noch mit dem Zweier und mit dem Vierer machen. Das heißt also, pro Mosaik werde ich eben eine Nacht mit dem Dual-Schmalbandfilter hier belichten. Ja, und dann hoffe ich, dass eben dann letztendlich genügend Signal vorhanden ist, dass man dann auch was sieht. Ja, die Kamera habe ich hier wieder auf minus 15 Grad Celsius gekühlt. Das Auto-Guiding läuft. Ich sehe jetzt hier, naja, da sind so ein bisschen Hacker drinnen sozusagen. Das kann jetzt aber auch daran liegen, weil wir heute Nacht ziemlich viel Wind haben. Also hier sind die aktuellen Wetterdaten von meiner Wetterstation. Die letzten paar Minuten hatten wir hier eine Windböe mit 16,2 km/h. Ja, hier ist der Windverlauf vom heutigen Tag. Und ihr seht, also wir hatten dann so gegen 18 Uhr sogar fast 25 km/h. Ja, und jetzt kurz vor 11 immer noch über oder so um die 15 km/h. Das ist jetzt natürlich nicht ganz optimal. Zum Glück habe ich jetzt hier den 6 Zoll Newton und nicht den 10 Zoll Newton drauf. Also beim 6 Zoll natürlich ist es nicht ganz so windempfindlich. Aber zumindest ist es klar. Also das ist schon mal die Hauptsache. So, noch 60 Sekunden, dann kommt auch
das erste Bild herein. Das warten wir jetzt noch ab. Ja, Außentemperatur haben wir jetzt hier knapp 16 Grad Celsius. Und damit jetzt eben hier die Kamera die minus 15 Grad Celsius halten kann, muss die mit 65% an Leistung kühlen. Ja, ist jetzt hier nur so zur Info, falls es jemanden von euch interessiert, wie stark eben hier die Kamera kühlen muss bei den aktuellen Temperaturen. So, Download. Das erste Bild kommt jetzt hier rein. Jawohl. Und da ist hier auch sogar schon ein bisschen was zu sehen. Ganz schwach hier die H-Alpha-Gebiete. Ja, und hier herinnen müsste jetzt dieser Squid sein. Beziehungsweise heißt er auch noch OU4. So, schauen wir vielleicht noch hier in die 100% Ansicht, in die Ecken. Schauen wir mal, ob die Sterne halbwegs rund sind. Also links oben sieht es mal gut aus. Links unten ebenfalls, das kann man so lassen. Rechts unten, naja, nicht ganz, aber ja, das geht. Ja, und rechts oben geht es auch so halbwegs. Ja, da hatte ich letztens nämlich noch ein paar Probleme mit dem 6 Zoll Newton. Also da waren die Sterne in einer Ecke ziemlich bananenförmig. Da hat dann letztendlich auch der Abstand zum Komma-Korrektor nicht wirklich gepasst. Aber jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. So, dann werde ich jetzt wieder hoffen, dass es die ganze Nacht über klar bleibt und dass ich dann morgen 5 Stunden von diesem einen Ausschnitt habe. Und dann hoffe ich auch, wenn ich diese 5 Stunden stecke, dass man zumindest schon mal ansatzweise von diesem Squid was sehen kann. Ja, das soll es jetzt hier auch mal mit dem ersten Teil von diesem Video gewesen sein. Ich werde dann, sobald ich alle Photonen beisammen habe, einen zweiten Teil machen, eben wo ich die ganzen Bilder dann mit dem AstroPixel-Prozessor stecke und eben dann möglichst nahtlos zu einem schönen Mosaik zusammenfüge. Ja, bis dahin, ich wünsche euch sternenklare Nächte und dann bis zum nächsten Video. Bis bald, ciao, ciao. So, hier noch ganz kurz, weil ich es gerade zufällig gesehen habe, also hier 23.03 Uhr, da sieht man jetzt hier, dass die Straßenbeleuchtung noch leuchtet. Und wenn ich jetzt hier mal rüber gehe, zack, jetzt ist es aus. Also das ist jetzt hier der Unterschied von der Straßenbeleuchtung. Und was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, sind hier da oben diese Strichspuren. Da dürften gestern, also am 8. Mai um diese Uhrzeit, die Starlink-Satelliten durchgeflogen sein. Und das sieht dann eben so aus bei 30 Sekunden Belichtungen. Also ihr seht, das Ganze bewegt sich über mehrere Bilder. Also hier kann man sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bilder. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine irgendwas gelesen zu haben, dass da eben hier in Richtung Norden, also das da ist eben Norden, die Starlink-Satelliten durchgezischt sind.